Ja, meine Damen und Herren, freuen Sie sich bitte jetzt auf die Rede der Parteivorsitzenden und Bundeskanzlerin Angela Merkel. Lieber Carsten Lindemann, lieber Ralf Brinkhaus, lieber Armin Laschet, lieber Hermann Gröhe, lieber Herr Landtagspräsident, liebe Freundinnen und Freunde und liebe Gäste aus den anderen erfolgreichen Bundesländern. Wir sind sehr froh, liebe Annegret, dass du heute zu uns gekommen bist, denn du hast in nicht ganz einfacher Zeit Anfang des Jahres das deutlich gemacht, was ihr im Saarland erreicht habt. Du hast die Landtagswahl überragend gewonnen und damit den Auftakt für ein interessantes, anspruchsvolles und hoffentlich für uns alle erfolgreiches Jahr gelegt. Liebe Annegret, herzlichen Dank dafür und alles Gute für das Saarland und helft uns jetzt, dass wir weiter erfolgreich sind. Aber das tut ihr sowieso. Wir haben in den letzten Jahren viel auf den Weg gebracht.
Die Tatsache, dass wir die Arbeitslosigkeit halbiert haben, das ist möglich gewesen, weil wir einen Kurs der sozialen Marktwirtschaft gefahren sind. Und Carsten Lindemann hat schon gesagt, wir sind nicht immer einer Meinung. Er ist schon eine starke Stimme des Mittelstands und das soll er ja auch sein. Da können Sie stolz auf ihn sein, der hält mit seiner Meinung nicht. Warum
brauchen die Handwerker, wir brauchen die Landwirte, wir hängen ab von der Tradition der Familienunternehmer, genauso wie wir die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer brauchen, die Menschen, die für andere Menschen arbeiten, ob im Kindergarten, ob im Pflegeheim, ob in einem Krankenhaus, ob in der Schule oder in anderen Konstellationen. Alle sind wichtig für das Gelingen und den Zusammenhalt einer Gesellschaft. Und wenn wir jetzt sagen, wir wollen die Voraussetzungen schaffen dafür, dass wir auch in 10 Jahren weiter gut und gerne in Deutschland leben können, dann müssen wir natürlich schauen, in welcher Welt leben. Und jeder spürt, dass sich diese Welt natürlich ändert. Dass das, was heute sicher ist, nicht auch morgen schon wieder sicher ist. Und ich bin der Meinung, wir leben in einer Zeit ziemlich dramatischer Veränderungen. Und das macht sich ja bemerkbar an der Tatsache, wenn ich vor 10 Jahren, sagen wir mal im Jahre 2005, als ich das erste Mal dafür geworben habe, Bundeskanzlerin zu werden, zu Ihnen gekommen wäre, da hätte hier in diesem ganzen Zelt kein einziger ein Smartphone gehabt. Der SMS hätte man schon schicken können, aber so ein Smartphone, nix. Und in der Zeit hat sich das entwickelt und ich vermute mal, heute hat fast jeder und jede hier ein Smartphone. Und wenn Sie zu Hause Abendessen und Sie mögen so traditionsgebunden sein, wie Sie wollen, auch im ländlichen Raum, Sie werden auch Mühe haben, Ihre Kinder dazu zu überreden, niemals während des Essens auf das Ding zu gucken. Kleine Nachricht vom Freund aus der WhatsApp-Gruppe, das ist doch heute die Realität. Und dann heißt es nicht nur Hände auf den Tisch, sondern aufpassen, zuhören und miteinander reden. Und so wie sich unser Leben zu Hause verändert, so verändert sich unser Arbeitsleben. Fragen Sie mal die Landwirte, was die ohne Digitalisierung machen würden. So verändert sich unsere Kommunikation in der Gesellschaft. Und diese Veränderung wollen wir aufnehmen, der dürfen wir uns nicht verschließen, aber die wollen wir so aufnehmen, dass es zum Wohle der Menschen in unserem Lande ist und deshalb müssen wir uns weiterentwickeln. Und wenn wir uns einmal anschauen, was im Augenblick die Diskussion in der Automobilindustrie ist. In dieser Woche wird jetzt am Donnerstag die internationale Automobilausstellung eröffnet. Dann wissen wir alle, die Automobilindustrie ist ein wichtiger Pfeiler deutscher Erfolgsgeschichte. 800.000 Menschen arbeiten in diesem Wirtschaftszweig. Made in Germany ist für viele Menschen rund um den Globus verbunden mit tollen deutschen Autos. Und plötzlich haben wir eine Situation, wo natürlich Vertrauen verloren gegangen ist im Zusammenhang mit den Dieselfragen, mit den Abgaswerten. Und jetzt müssen wir sehen, wie einerseits die Automobilindustrie das wieder gut macht. Denn das sind 800.000 Menschen, die haben toll gearbeitet und die dürfen jetzt nicht die Zeche zahlen für die Fehler, die da in den Vorstandsetagen gemacht wurden. Das ist ganz wichtig. Weil sie weniger Kohlendioxidemissionen haben. Und deshalb müssen wir natürlich jetzt Wege finden, dass die, die sich ein Dieselauto gekauft haben und in den Ballungsgebieten leben, nicht zum Schluss mit dem Fahrverbot belegt werden. Alles muss daran gesetzt werden, dass wir ohne Fahrverbote und damit auch ohne große Wertverluste für die Dieselautos auskommen. Denn wir brauchen gute, moderne, umweltfreundliche Dieselautos. Stichwort E-Mobilität, Digitalisierung, das alles ist für diese Industrie eine riesen Herausforderung. Sie muss investieren in die Zukunft. Und wir wollen, dass sie erfolgreich ist, denn in 10 Jahren wird sich entscheiden und hat sich entschieden, ob wir weiter gute Autos bauen. Und ich möchte, dass wir weiter gute Autos bauen, auch wenn wir dann ganz andere Autos vielleicht auf dem Markt haben. Und das sind die Aufgaben, vor denen wir stehen und wo wir die Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft anwenden müssen. Wo wir Maß und Mitte zeigen müssen, wo wir, die CDU und die CSU-Parteien sind, die arbeiten nicht als erstes mit Verboten, sondern wir setzen darauf, dass wir den Übergang in die Zukunft durch Kreativität, Innovationsfreude, vernünftige Anreize schaffen. Nicht Verbotspartei, sondern Gebotspartei, sich den Weg in die Zukunft zu öffnen. Das ist unser Ziel.
Staates. Armin Laschet hat noch ein bisschen zu tun, weil er so viel Schulden geerbt hat. Meine, Sie erinnern sich noch, das vergisst man ja schnell. Die rot-grüne Landesregierung hatte für dieses Jahr so viel Schulden vorgesehen, das war mehr als alle anderen Bundesländer zusammen. Das muss man sich mal vorstellen. Und deshalb hat er es jetzt nicht ganz einfach, er schafft das schon, aber wir müssen ihm noch ein paar Monate Zeit geben, das alles wieder glatt zu holen. Also, wir haben die Infrastruktur. Von Ralf Brinkhaus und anderen keine neuen Schulden. Und das ist etwas, was ja nicht deshalb schön ist, weil wir die schwarze Null so lieben, sondern das ist deshalb gut, weil es gut ist für die Zukunftsmöglichkeiten unserer Kinder und Enkel. Keine Schulden heißt Generationengerechtigkeit, heißt Nachhaltigkeit, und heißt an die zukünftigen Generationen denken, und das ist unsere Verpflichtung, meine Damen und Herren. Und deshalb ist das wichtig. Berechenbarkeit. Und mit den Sozialdemokraten kriegen sie alles bloß keine Berechenbarkeit. Als erstes kriegen sie Steuererhöhung, als zweites kriegen sie die Drohung, wir fangen wieder an mit der Erbschaftssteuer. Meine Damen und Herren, wir hatten so zu kämpfen mit dem Verfassungsgerichtsurteil, um das einigermaßen umzusetzen und den Familien trotzdem die Hoffnung nicht zu nehmen, ihren Unternehmen an die nächste Generation zu vererben. Und jetzt kommen die Sozialdemokraten, wollen das fast mit der Erbschaftssteuer wieder aufmachen. Mit uns nicht, meine Damen und Herren. Darauf kommen Sie. Insgesamt 15 Milliarden Euro die Steuersätze senken, weil wir erlebt haben, dass schon Facharbeiter bei ein paar Überstunden beim Spitzensteuersatz angekommen sind. Das ist nicht im Sinne des Erfinders. Und deshalb Steuersenkungen für die kleinen und mittleren Einkommen und in der Einkommensteuer keinerlei Steuererhöhung. Und wir werden den Soli schrittweise abschaffen, meine Damen und Herren. Sie alle haben mitgetan beim Aufbau deutscher Einheit. Ich sage Ihnen Danke dafür. Als ehemalige Ostdeutsche, aber wir senken den Soli für alle und führen hier auch eine Neiddiskussion. Alle haben mitgemacht an der deutschen Einheit, jetzt soll auch alles schrittweise entlastet werden. Mehr als verdoppelt. Aber es gibt Länder auf der Welt, die geben mehr aus für Forschung und Entwicklung. Südkorea, Israel, Schweden. Und deshalb nehmen wir uns vor, auch von den 3% des Bruttoinlandsprodukts, die wir heute haben, schrittweise bis 2025 auf 3,5% zu steigern. Denn ohne Forschung und Innovation wird unsere Arbeit keine gute Arbeit sein. Made in Germany muss überall Spitze sein auf den Weltmärkten. Und das ist unsere Aufgabe. Und der zweite große Punkt, das ist die Bildung. Und meine Damen und Herren, ich weiß, die Menschen sind oft unzufrieden mit der jeweiligen Schulpolitik. Das wird sich jetzt in Nordrhein-Westfalen verbessern. Aber die Schulpolitik steht auch vor großen Herausforderungen. Und deshalb wollen wir Bund und Länder zusammen diese große Aufgabe der Digitalisierung miteinander auch gestalten im Schulbereich. Denn von der Frage, ob unsere Kinder die richtige Bildung bekommen, hängt ja ab, ob sie in Zukunft auch in der Welt mithalten können. Und da ist der erste Punkt mal, dass die Schulen natürlich anständig aussehen müssen. Ich vermute mal, in Ostwestfalen ist das nicht so schlimm. Sind alle in Ordnung. Die Landräte sind ja hier und die Bürgermeister. Aber sollte es noch etwas geben, wo es nicht so in Ordnung ist,
dann werden wir helfen. Wir haben gesagt, finanzschwache Kommunen unterstützen wir. Dafür haben wir das Grundgesetz geändert. Und dann kann man die Schulen sanieren und modernisieren. Wir werden die Schulen anbinden ans schnelle Internet, insbesondere in den ländlichen Räumen. Dafür hat der Bund Gelder bereitgestellt. Wir werden Lerninhalte zur Verfügung stellen für die digitale Bildung. Dann können sich die Länder das selber heraussuchen und die jeweiligen Schulen, was sie davon verwenden wollen. Und meine Damen und Herren, etwas, was mir ganz wichtig ist. Schauen Sie, nichts ist doch schlimmer, als wenn Sie vor 20, 30 Jahren an der Uni waren, bei mir ist schon 40 Jahre her, und dann kommen die 13, 14, 15-Jährigen, die können alles auf dem Computer und Sie haben davon nie in Ihrem Leben was gelernt. Und da dürfen wir doch unsere Lehrerinnen und Lehrer nicht im Stich lassen. Wir müssen die Lehrerinnen und Lehrer weiterbilden, damit sie unseren Kindern die beste Ausbildung angedeihen lassen können. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Wir brauchen gute Lehrer und gute Schüler. Und die Lehrer müssen helfen. Also in diesen Fragen fragen wir nicht nach Zuständigkeit. Aber meine Damen und Herren, eins muss man schon immer einhalten. Man muss schon wissen, das kennen Sie aus Ihrem persönlichen Leben, wer für was verantwortlich ist. Man kann nicht sagen, pass mal auf, alles in einen Topf und dann gucken wir mal, ob es passiert. Wenn Sie zu Hause was planen, müssen Sie auch wissen, wer die Fahrkarte kauft und wer das Brot schmiert für den Ausflug. Da kann man nicht sagen, auch einer, zusammen brauchen wir Brot und Fahrkarten und dann wird es schon irgendwie gehen. Klare Verantwortlichkeit. Und die Sozialdemokraten denken, in Bremen und Berlin wird es mit der Schulausbildung schon besser werden, wenn der Bund noch mit dabei ist. Nein, Leistungskriterien müssen eingehalten werden und das ist auch die Verantwortung der Länder. Und der Bund hilft in klaren Fällen, wo die Länder das alleine nicht hinbekommen, aber klare Verantwortlichkeiten, darauf legt die Christlich-Demokratische. Wir werden das auch weitermachen im Bereich der sozialen Sicherung. Wir haben so viele Erwerbstätige, so viele sozialversicherungspflichtige Beschäftigte, dass wir uns da auch gut ausgestattete soziale Verhältnisse haben im Rentensystem, im Bereich des Gesundheitssystems, im Pflegesystem haben wir Beiträge erhöht, um die Leistungen einfach zu vermessen. Und das werden wir auch weitermachen. Aber wir legen in den nächsten 4 Jahren einen ganz besonderen Schwerpunkt auf die Familie. Und liebe Freunde, das ist ja so, in Familien werden Werte gelebt, die können wir von der Politik durch kein Gesetz erzwingen. Verantwortung, Liebe, Zuneigung, Unterstützung. Familien sind dort, wo Eltern für Kinder und Kinder für Eltern ein ganzes Leben lang in guten und in schwierigen Tagen verantworten können. Und deshalb ist es die Aufgabe des Staates, nicht den Familien vorzuschreiben, wie sie leben sollen. Das können Familien selbst. Sondern die Aufgabe des Staates ist es, Familien zu ermöglichen, dass sie so leben können, wie sie sich das vorstellen, mit ihren Kindern. Das ist erstmal mehr Geld natürlich für die Familien, aber es zeigt auch,
Kinder sind uns in dieser Gesellschaft genauso viel wert wie Erwachsene, meine Damen und Herren. Und das ist ein ganz wichtiges Thema. Das waren Menschen vorrangig aus Syrien, aus dem Irak, zum Teil.
Teil auch aus Afghanistan. Menschen, die vor Krieg, vor Vertreibung, vor dem IS geflüchtet sind, die vor lauter Not sich in die Hände von Schleppern begeben haben, von denen viele in der Ägäis umgekommen sind. Viele erinnern sich vielleicht noch an diesen schrecklichen Tod von 70 Flüchtlingen in dem LKW in Österreich, an den jungen Eilan, der am Ufer ankam, tot. Und ich möchte als erstes denen allen danken, die damals als kommunale Beschäftigte, den Landräten, den Bürgermeistern, den Stadtverordnetenversammlungen, die angepackt haben in einer schwierigen Situation, in einer humanitären Notlage, und den vielen, vielen Ehrenamtlern, die zum Teil bis heute diesen Menschen helfen. Herzlichen Dank. Lernen müssen aus dem, was damals passiert ist. Und was ist meine Lehre? Wir haben damals nicht ausreichend darauf geachtet, dass diese Menschen in den Flüchtlingslagern in Jordanien, im Libanon, in der Türkei zum Teil weniger als $1 pro Tag für die Verpflegung hatten, dass die Kinder in den Familien jahrelang keinen Schulunterricht bekommen haben, dass die Lebensbedingungen einfach so unerträglich waren, dass sie sich auf diesen schwierigen Weg nach Europa gemacht haben. Und deshalb heißt die Lehre, die wir daraus ziehen, wir müssen den Menschen vor Ort helfen. Wir geben jetzt sehr viel mehr Mittel in die Flüchtlingslager in Jordanien und Libanon, denn der syrische Bürgerkrieg ist ja immer noch nicht zu Ende. Wir helfen bei dem Aufbau im Irak, bei den Städten, die vom IS befreit wurden. Wir tun auch mehr in Afrika, wo ja auch viele herkommen, um hier deutlich zu machen, die Jugend Afrikas muss vor Ort eine Perspektive haben. Die Aufgabe heißt, die illegalen Strukturen zu bekämpfen, damit das Leben der Flüchtlinge nicht weiter in Gefahr zu bringen, dafür Sorge zu tragen, dass man die Vor-Ort-Perspektiven hat. Kein Mensch verlässt leichtfertig seine Heimat, dass die Menschen in der Nähe ihrer Heimat ordentliche humanitäre Bedingungen haben, um dort leben zu können und gleichzeitig damit Flüchtlingsbewegungen bei uns zu ordnen und zu steuern, meine Damen und Herren. Das ist die Aufgabe von uns. Immer noch den Kampf gegen den IS im Irak. Und
Situation in Libyen, wo wir alles tun müssen, um die Einheitsregierung zu stabilisieren. Und wir haben auch sonst an unserer Grenze, natürlich an unserer europäischen Außengrenze, große Sorgen. Heute hat der Journalist Denis Yücel Geburtstag. Er sitzt nach unserer Meinung völlig unbegründeterweise im Gefängnis, so wie mindestens 11 andere Deutsche. Und ich will hier ganz deutlich auch sagen, zu uns kann jeder türkische Staatsbürger reisen. Bei uns wird kein Journalist verhaftet, kein Journalist in Untersuchungshaft gesteckt. Bei uns herrscht Meinungsfreiheit und Rechtsstaatlichkeit, und darauf sind wir stolz, meine Damen und Herren. Thank you.
Wurzeln haben. Und wer viele Wurzeln hat, der ist auch stabil gegen die Winde von außen, gegen all das, was wir abfedern müssen, was wir zusammenhalten müssen. Und deshalb ist die Christlich-Demokratische Union eine Partei, die sehr viel Wert darauf legt, dass vor Ort die Einheiten stark sind. Keine Bundesregierung bis jetzt hat den Kommunen so viel Geld gegeben und nicht, weil wir zu viel hatten oder nicht, weil wir irgendwie so eine Art karitative Sache gemacht haben. Nein, weil wir der festen Überzeugung sind, Entscheidungen sollen so nah wie möglich am Menschen gefällt werden und alles, was vor Ort entschieden werden kann, soll vor Ort entschieden werden und dafür sollen die Kommunen in die Lage versetzt werden, meine Damen und Herren. Das werden wir auch weiter machen, um diese starken Wurzeln zu haben. Ein Land ist wie kaum ein anderes auf der Welt, bei dem von 82 Millionen Einwohnern über 30 Millionen ehrenamtlich tätig sind. Sich entscheiden, aus freien Stücken für andere da zu sein. Wir haben in der ganzen Bundesrepublik Deutschland überhaupt nur 100 Berufsfeuerwehren in den ganz großen Städten. Ansonsten sind es alles freiwillige Feuerwehren. Die Sportvereine, die Musikvereine, die Heimatvereine, die vielen sozialen Vereine, die Kirchen, die so vieles tun. Das macht unser Land so lebenswert und so einzigartig. Und im 21. Jahrhundert ist es nicht sozusagen Gott gegeben, dass unsere jungen Leute, die Kinder, das alles fortsetzen. Zeit wird immer knapper. Man kann super am Computer sitzen und mit anderen spielen. Warum soll man sich engagieren? Das müssen wir weitergeben, dafür müssen wir die Bedingungen schaffen. Das Bundesfreiwilligenjahr ist zum Beispiel so etwas. Und ich finde, wenn wir da mehr Bewerber haben, als wir Plätze haben, dann sollten wir nochmal überlegen, ob wir das Engagement, den Wunsch junger Leute, sich einzubringen, nicht fördern sollten. Das sind Dinge, die wir stark halten müssen, weil sie uns alle stark machen. Berlin und Ostwestfalen, Vorpommern, der Eifel und anderen ländlichen Regionen. Und meine Damen und Herren, das Grundgesetz sagt uns, wir brauchen gleichwertige Lebensverhältnisse. In München haben die Menschen das Problem, dass sie keine Miete bezahlen können für eine Wohnung nahe am Arbeitsort. Das ist in den ländlichen Regionen weniger das Problem. In meiner vorpommerschen Region, das ist hier wieder in Ostwestfalen anders, in meiner vorpommerschen Region haben wir das Problem, dass die jungen Leute kaum Arbeitsplätze finden, dass die ärztliche Versorgung schlecht ist. Auch sie brauchen hier eine vernünftige Breitbandanbindung und nicht nur die Leute in Düsseldorf und Köln. Und deshalb, meine Damen und Herren, Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse. Das ist unser Ziel. Natürlich, es geht um uns. Aber ehrlich gesagt, es geht schon um uns. Wir machen gern Politik, so ist nicht. Sonst wären wir ja nicht hier. Aber eigentlich geht es am 24. September um Sie. Sie werden nämlich nur alle 4 Jahre einmal gefragt, was eigentlich Ihre Vorstellungen, Ihre Wünsche, Ihre Träume, Ihre Sorgen sind im Blick auf Deutschland. Und das ist naturgemäß, weil sie alle unterschiedlich sind, natürlich auch ganz unterschiedlich für jeden und jede, der hier sitzt. Ob man sich um die Zukunft der Enkel sorgt, ob man ans gute Gesundheitssystem denkt, ob man den Arbeitsplatz sichern will. Jeder hat andere wichtige Dinge. Und Sie sind jetzt gefordert, und all die, die heute hier nicht sind, darüber nachzudenken, was kann ich mit meiner Stimme bewirken? Keine Partei kann 100% alles richten. Keine Partei kann sozusagen in ihrem Kopf lesen und wissen, was sie noch sich wünscht.
Aber im Grundsatz können Sie, jeder von Ihnen stellt die Weichen mit am 24. September für den Weg Deutschlands. Und deshalb ist das, was wir heute Ihnen gesagt haben, ein Angebot. Ein Angebot dafür, dass wir glauben, mit dem, was wir vorschlagen, arbeiten wir gemeinsam, wir machen das auch nicht alleine, jeder von Ihnen tut mit, arbeiten wir gemeinsam an einem Deutschland, in dem wir auch morgen gut und gerne leben. Und dafür möchte Carsten Littemann die Stimme hier für den Wahlkreis sein, dafür möchte Ralf Brinkhaus die Stimme sein, dafür möchte Hermann Gröhe nicht nur ein neues Gut abschneiden, sondern ein ordentliches Ergebnis der nordrhein-westfälischen Landesliste abliefern. Und deshalb meine Bitte, unterstützen Sie Ihre Kandidatinnen und Kandidaten mit der Erststimme, damit Sie eine starke Stimme in Berlin für Ihre Region haben. Den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin stellt. Und viele beginnen jetzt sozusagen, auch die Wahl ist ja schon fast entschieden. Und ich rufe Ihnen zu, das ist sie nicht. Und deshalb hat die CDU keine einzige Stimme zu verschenken. Keine. Jahren als Ihre Bundeskanzlerin arbeiten zu wollen. Herzlichen Dank und alles Gute.